Dienstag, 23. Oktober 2018, 13.27 Uhr als Bremens Maximilian Eppestein in der 43. Minute den Ball am Schalker Strafraum erhält, weiß jeder Werder-Fan, was nun folgen wird. Mit einem kurzen Kontakt legt er sich den Ball vom linken auf den rechten Fuß. Noch während der Ball rollt, zieht er bereits sein Schussbein zurück. Der Schuss landet unhaltbar im Tor. Eppestein, 21, trifft im Moment, wie er will. 4 Tore erzielte der Mittelfeldspieler in dieser Saison, eins davon sehenswerter als das nächste. Gäbe es Haltungsnoten im Fußball, Eppestein würde für seine Schusstechnik Bestnoten erhalten. Der 2:0-Siegtreffer gegen Schalke gelang ihm sogar mit seinem schwächeren linken Fuß. Doch auch wenn Eppestein aktuell in erster Linie für seine Tore gefeiert wird, seine Stärken liegen eigentlich in Bereichen, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Er hilft mit seinen Laufwegen, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Noch vor wenigen Monaten maß sich Eppesteins Wert für die Mannschaft nicht an Toren, sondern an seiner Laufleistung. In der vergangenen Saison spulte kein Bundesliga-Akteur mehr Kilometer ab als Eggestein. Das Laufwunder stopfte Lücken für seine Mitspieler, störte den Gegner immer wieder aggressiv, machte manches Mal auch unnötige Laufwege. An Kondition hat er in dieser Saison nichts eingebüßt. Noch immer steht er mit etwas mehr als 12 Kilometern pro Partie auf Rang 3 der Tabelle der laufstärksten Spieler. Doch unter Trainer Florian Kohfeldt folgt der Mittelfeldspieler klareren Vorgaben, was Laufwege und Raumbesetzung angeht. Innerhalb von Bremens 4-3-3-System sollen die offensiven Mittelfeldspieler ihre Kollegen unterstützen. Immer wieder starten Eppestein und sein Kollege Davy Klaassen aus dem Mittelfeld nach vorne, immer wieder drücken sie damit die gegnerischen Mittelfeldreihen nach hinten. Sobald der Ball zu den Außenverteidigern geht, bieten sie sich auf den Flügeln als Partner für einen Doppelpass an. Sie sollen in erster Linie nicht selbst Chancen kreieren, sondern Freiräume für ihre Mitspieler schaffen. Das gelingt ihnen dank ihrer enormen Laufleistung. Diese unterstützende Rolle passt zu Eppestein. Trotz seiner tollen Schusstechnik ist er kein Edeltechniker. Sein erster Kontakt ist manches Mal schlampig, seinen Pässen fehlt häufig das Timing. Das zeigt auch der Spix, wenn Eppestein nicht gerade mit seiner Torgefahr brilliert, sind seine Werte eher durchschnittlich. Kein Wunder, Eppestein legt kaum Torchancen für sein Team auf, spielt wenige Pässe im letzten Drittel. Diese Werte gewichtet der Spix bei offensiven Mittelfeldspielern besonders hoch, schließlich ist das Kreieren von Torchancen eigentlich die Hauptaufgabe eines offensiven Mittelfeldspielers. Die besten offensiven Mittelfeldspieler der Saison nicht so bei Eppestein. Wenn er hinter die gegnerische Abwehr sprintet, dann nicht aus Eigennutz, sondern um Räume zu öffnen für Stürmer Max Kruse oder für die Außenverteidiger. Gerade Theodor Gebresilassie profitiert von Eppesteins Laufwegen. Der Rechtsverteidiger weist sehr hohe Werte vor im Bereich der Chancenkreation. Ob Eppestein mit dieser Mannschaftsdienlichkeit auch der Nationalmannschaft helfen kann. Laut Bild soll Bundestrainer Joachim Löw Eppestein beobachten. Die Konkurrenz um DFB-Mittelfeld aber ist ihm technisch eine Klasse voraus. İlkay Gündoğan, Toni Kroos, selbst Gladbach-Senkrechtstarter Jonas Hofmann, sie alle können dank ihrer Passtechnik aus dem Nichts Chancen kreieren. Das ist nicht Eppesteins Spezialität. Vielleicht fehlt aber gerade solch ein Spielertyp der deutschen Elf, jemand, der mit seinen Laufwegen im Mittelfeld Räume öffnet für all die Edeltechniker. Und dann wären da natürlich noch seine Fernschüsse. Mit ihnen ist er aktuell Werders Lebensversicherung. So spielstark sich die Bremer derzeit zeigen, ihre große Schwäche ist das Kreieren von Torchancen. Oft versandet ihr gutes Aufbauspiel, sobald sie in die gegnerische Hälfte gelangen.
Gegen Schalke hatte Werder gerade einmal 15 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum vorzuweisen. Ein Sieg gelang trotzdem, dank Eggesteins-Fernschüssen. Eine Mannschaft, die Spiele zwar dominiert, aber kaum Gefahr im gegnerischen Strafraum ausstrahlt. Fans der deutschen Nationalmannschaft kennen das nur allzu gut.